Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich hatte euch doch mal auf Instagram gebeten, mir ein paar Fragen zu stellen, also weil teilweise wirklich in den Kommentaren ganz viele Fragen stehen und auch oft immer so die gleichen. Und deswegen habe ich mir gedacht, werde ich mal dieses Video für euch aufnehmen. Ich hoffe, dass ich ein bisschen aufklären kann oder euch ein bisschen quasi hinter die Kulissen gucken lassen kann. Und weil ich persönlich zum Beispiel solche Videos ganz cool finde, von YouTubern, die ich dann gucke, dann, wie gesagt, dann erfährst du ja mehr über deinen YouTuber, der halt ein paar Videos dreht. Und deswegen würde ich mal sagen, gehen wir mal schön in meinen Sessel und dann starten wir mal mit den Fragen los. Also die erste Frage war, die ich auch immer sehr interessant finde und auch spannend bei meinen YouTubern, die ich gucke: Wie groß bist du? Ich bin 1,68 oder 1,67. Nee, 1,68. Steht im Personalausweis dran. So. Habt ihr mal vor, ein Tier zu besorgen? Hört sich auf so an, ein Haustier. Waren ganz, ganz viele Fragen dazu. Also ich muss ehrlich gestehen, wir hatten eine Zeit lang sehr intensiv darüber nachgedacht. Kommt da einer jetzt irgendwie? Mäusi? Ja? Kommst du zurecht? Ja. Intensiv darüber nachgedacht, weil er mir so leid hat. Er hat halt gesehen, okay, ein paar Freunde, ein Freund hat irgendwie Katzen, teilweise auch so Babykätzchen bekommen, der nächste hat einen Hund bekommen und irgendwie wollte er dann auch eine Zeit lang so einen Hund haben und ja, da hat er gedacht, so, okay, vielleicht wäre es gar nicht mehr so schlecht, aber das Problem ist, dass beide, Ash als auch Adrian, halt eine Allergie auf Tierhaare haben. So, ich weiß aber, es gibt entweder Katzen, aber auch Hunde, die halt allergikerfreundlich sind. Also da ist es halt eben ein bisschen anders. Und so, wir hatten hin und her überlegt. Und dann ist es so, dass Bella ab und zu mal bei uns zu Besuch ist. Zeitlang ist dann halt so alles ruhig wieder. So, dann ist dieser Wunsch schon so mehr oder weniger so ein bisschen vorbei. Und dann kommt Bella hier und das ist immer so niedlich, ne? Und aber irgendwie reicht das auch. So hat Ashton ja auch schon gesagt, das ist völlig okay, so wenn Bella zwischendurch hier ist, dann kann er sich so ein bisschen drum kümmern. Mal gehen die zusammen sogar Gassi jetzt mit Max und Chrissy. Und dann habe ich aber gesagt, ja gut, aber stell dir das mal vor, deinen Hund hättest du dann immer jetzt hier rund um die Uhr. Wirklich, von morgens bis abends. Ganz, ganz, ganz viele Jahre. Und das ist wiederum was anderes, ne? So, wenn man so einen Hund zu Besuch hat oder ein Haustier und dann das auch wieder abgeben kann nachher nach ein paar Tagen oder so, ist, glaube ich, doch was anderes. Also, jetzt sind wir erstmal ein bisschen davon ab. Immer wieder kommt das immer wieder mal hoch. So, ist schon echt ganz niedlich eigentlich so, ne? Auch mit Bella macht es total Spaß. Also, die hört dann auch und dann freut die sich. Das ist niedlich, also gar keine Frage. Aber jetzt erstmal nicht. Was ist mit der alten Wohnung passiert? Ja, das habe ich auch schon, glaube ich, ein paar Mal erzählt. Und zwar haben wir das Haus vermietet von meiner Freundin. Die sind da letztes Jahr Februar eingezogen. So, jetzt habe ich einmal den Grund für das Geknalle hier gefunden. Das ist nämlich Ash. Sein Tisch da unten, der Einlegeboden ist irgendwie raus. Und knallt das die ganze Zeit. Und ich, wenn ich so ein Video aufnehme, gerade sowas, wenn ich euch so ein paar Fragen beantworte, dann nervt mir das irgendwie eine Zeit lang. Alles wieder erledigt? Mhm. Guck mal, weil ich hier unten wenig Platz habe, guck mal, wie ich einfach sitze, einfach jetzt nur auf dem PC rauf. Praktisch. So, okay, dann haben wir das schon mal erledigt. Genau, die Wohnung ist vermietet, also das Haus. Mit welchen Programmen schaltet ihr die Videos? Kommt auch ganz, ganz oft vor. Das ist einmal Magix Video Deluxe. Wie verstehst du dich mit Chrissy? Habt ihr einen ähnlichen Geschmack, was Deko angeht? Also mit Chrissy verstehen wir es total gut. Also irgendwie erinnert sie mich immer so an mich früher, als ich 18 geworden bin. Ich weiß auch nicht warum. Aber so vom Typ her, ich weiß nicht, ob Max das bestätigen kann. Also er weiß natürlich besser, ob wir nun so ein bisschen uns ähnlich sind. Also ich würde schon fast sagen, ja, irgendwie. Also manchmal gibt es so Situationen, da weiß ich ganz genau, was sie so denkt, ne? Oder wie sie gerade fühlt oder... Also ich kann es nachvollziehen. So, und die ist auch recht ruhig und total lieb, so, und sehr fleißig. Und deswegen verstehen wir es so ganz gut. Und ja, mit Deko, ich finde auch, also sie hat echt unheimlich hübschen Deko-Geschmack. Und wie gesagt, und das, was ich mache, findet sie eigentlich auch ganz hübsch. Also sagt sie zumindest. Ich weiß nicht, also ich hoffe, dass es auch so ist. Aber wie gesagt, die machen das oben sich total schön. Also ich finde so, es ist nicht zu viel, es ist aber auch nicht zu wenig. Das ist bei denen so genauso diese Linie.
Und ja, also wie gesagt, in der Wohnung finde ich es total nett bei denen da oben. Die haben es richtig schön gemacht, egal ob es jetzt Weihnachtsdeko war oder jetzt die nachfolgende Deko so für Frühling so ein bisschen. Ja, aber wie gesagt, der Geschmack, Deko-Geschmack ist bei uns eigentlich fast gleich, würde ich sagen. Also würde ich jetzt behaupten. warum hast du dich entschlossen, deinen Kanal zu gründen? Das habe ich gar nicht. Also ich wollte eigentlich gar kein YouTube machen. Das war jetzt nämlich so, dass wir irgendwann mal mit Tippetyp angefangen haben in 2012. Und 2016 hat Adriana jetzt zu mir gesagt, Mensch, wieso machst du nicht auch einen eigenen Kanal? Weil nämlich auch ein paar Zuschauer immer gefragt haben, Mensch Marie, du kannst doch auch einen Kanal machen, irgendwie einen Mama-Kanal oder so. Und ja, und die, wie gesagt, die Fragen, die häuften sich nachher oder die Bitte sozusagen. Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, warum denn eigentlich nicht? Dann kann ich dann auch meinen Alltag mal zeigen. Und ja, so ist es eigentlich gekommen. Also eigentlich hatte ich das gar nicht vor. Ich war ja eher so im Hintergrund bei Tipptopptyp. Wir haben ja halt Videos geplant und immer so das Ganze gemanagt so ein bisschen, weil das gehört schon so ein bisschen dazu. Und genauso wie jetzt zum Beispiel viele Fragen oder auch oder haben den Eindruck, dass wir hier nicht arbeiten oder so. Letztens habe ich schon wieder so eine Frage gehabt und die wollen mir dann immer so nicht zu nahe treten und dann fragen sie, Mensch, wie könnt ihr euch das alles leisten, wenn ihr nicht arbeitet? Wir arbeiten, das ist unsere Arbeit. Also ich weiß nicht, viele wissen es vielleicht nicht, ich weiß es nicht, aber ich habe schon mal bei Saskia Beauty oder Family Blog jetzt auch mal ein Video geguckt und da hat sie es auch echt eigentlich ganz gut erklärt, weil wir arbeiten, also auch wenn man jetzt Influencer ist, wie man das so nennt, oder Videodreher, wie auch immer, wir zeigen ja unseren Alltag. Und aber im Hintergrund passiert unheimlich viel, was ihr nicht mitbekommt. Also es ist ja nicht nur jetzt Kamera an, laber, laber, zeig, zeig, fertig. Nein, da kommt nachher nochmal der Videoschnitt, beziehungsweise nein, das fängt eigentlich schon vorher an. Wenn ich jetzt ein Video drehen möchte, zum Beispiel für meinen Kanal, möchte ich schon ganz gerne euch auch mal was zeigen. Also ich kann jetzt einfach nicht nur so die Kamera anmachen und was weiß ich, irgendwie nur irgendwas erzählen oder so, sondern ich zeige euch ja meinen Alltag, aber trotzdem muss ich mir überlegen, was zeige ich euch denn? Also was euch auch interessiert. So. Und bei TikTok, bei den Videos zum Beispiel, die sind ein bisschen mehr geplant. Irgendwelche Spiele, Challenges und so. Da müssen wir auch gucken, okay, wie machen wir das, was machen wir und da ist ein bisschen mehr Vorbereitung so als bei mir zum Beispiel bei den Vlogs, weil die Vlogs relativ einfach gehen. Und ja, und dann geht's ja los mit Videodrehen. Die Kamera ist quasi immer hier täglich bei mir an der Hand. Das heißt, ich zeige euch, was ich hier mache, unseren Alltag. Und hinterher kommt der Schnitt. Das heißt, das Video muss dann geschnitten werden. Dann werden noch die Kommentare gemacht. Dann werden noch irgendwelche Anfragen gemacht, weil teilweise auch die Firmen dann einen anschreiben. Zum Glück kümmern sich überwiegend die Windows-Studios bei uns, weil es direkt so quasi an die geht. Aber manchmal werde ich dann auch angeschrieben über Insta oder so direkt, ob ich irgendwie Lust habe, irgendwie was sich das und das Produkt vorzustellen. Und wenn es mir zusagt, würde ich sagen, ja, ist okay, wenn nicht, dann halt eben nicht. Aber es kostet alles unheimlich viel Zeit. Also das ist einfach sehr, sehr zeitintensiv, um sich das alles zu kümmern. Das ist nicht nur einmal Video drehen. Die Buchhaltung gehört genauso dazu. Das heißt, ich muss für uns alle hier die Buchhaltung soweit fertig machen, dass ich sie zum Steuerberater geben kann. Immer, jeden Monat. Das fällt nicht weg. Ja, und der Haushalt läuft einfach so irgendwie mal nebenher, ne? Zwischen Tür und Angel. Wenn ich mal Zeit habe, mache ich das klar. Ich kann euch jetzt aber nicht sagen, dass jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel einen YouTube-Kanal hat oder mehrere, dass das alles total so easy ist oder so. Es ist genauso eine Arbeit. Ich gehe zwar nicht raus aus dem Haus, so wie es ist, dass man irgendwo einfach einen festen Job hat, wo man morgens losfährt, was bis 16 Uhr arbeitet oder vielleicht als Mutter vielleicht nur halbtags arbeitet und dann um 1 nach Hause kommt, Mittag macht, Kinder betüdelt, versorgt, wie auch immer. So ist es natürlich nicht, weil ich kann hier meine Zeit ja einteilen. Aber es ist nicht unbedingt einfacher, so wie ihr es euch vielleicht mal vorstellt oder so, weil einfach im Hintergrund zu viel abläuft. Viel zu viel. Also hier seht ihr nur das fertige Video. So, und für euch ist es so, wieso Kamera an, los geht's, Kamera aus. Nein, es ist wirklich viel Arbeit. Es ist genauso, dass man auch die Stories bei Instagram, ich möchte die auch mal ein bisschen bestücken sozusagen, dass ihr mich so täglich quasi habt oder sehen könnt. Wie gesagt, ich persönlich gucke selber auch ein paar Leute bei den Stories halt eben, bei ein paar Leuten die Stories an, so, genau, wollte ich nochmal sagen. Und es kostet alles unheimlich viel Zeit. Und genauso wie die Kommentare, die nehmen auch unheimlich viel Zeit in Anspruch. Genauso wie
bei Instagram bekomme ich auch so viele Nachrichten. Teilweise kann ich sie mir gar nicht alle durchlesen, weil es einfach zu viel ist. So, und wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, dass es alles hier total easy peasy ist, ne? Also, für uns ist das hier unser Job. Auch wenn es nicht danach aussieht jetzt für euch, aber wie gesagt, es ist sehr umfangreich. Also nicht nur jetzt das, was ihr meine 20 Minuten seht oder so, die ich euch so am Tag reinstelle. Ja, kommen wir mal zur nächsten Frage. Wie würdest du reagieren, wenn Max Schluss machen würde mit Chrissy? Ja, da wäre ich ganz schön traurig, weil Chrissy eigentlich schon zur Familie gehört. Die sind jetzt dieses Jahr, August, werden die dann 4 Jahre zusammen. Und ich hätte da ein tierisches Problem mit. Ganz klar, weil Chrissy halt ein ganz liebes Mädchen ist. Und Max ist ja natürlich ein lieber Junge, so ist es nicht, ne? Aber ich wäre schon wirklich sehr, sehr, sehr traurig. Also das würde mich, glaube ich, echt mitnehmen. So, die nächste Frage. Waren Ash und Max Wunschkinder? Ja, würde ich schon so sagen. Also wir hatten uns da keinen Stress gemacht. Irgendwann haben wir gesagt, okay, wollen wir es mal ausprobieren? Irgendwie, vielleicht klappt es nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das. Und wir gucken einfach mal, ob es funktioniert oder nicht. Es war jetzt irgendwie kein geplantes... ja, die Kinder waren nicht... Dann war dann glatt der Akku leer. So habe ich es einmal ausgetauscht. So, also wie gesagt, die Kinder waren nicht richtig geplant. Wir hatten gedacht, so entweder es klappt oder es klappt nicht. Und es hat in beiden Fällen sehr schnell geklappt. Also das war echt okizuki. Bin ich jetzt irgendwie gelb oder so? Nee. Wollt ihr noch ein Kind? Nicht mehr. Wenn es passieren sollte, würde ich es nicht wegmachen. Aber das Problem ist, was ist das Problem? Ich bin schon 41, ich werde 42 dieses Jahr. Und irgendwie für mich privat ist es durch. Also ich, nein, also Adrian hätte gerne, glaube ich, manchmal echt ein Mädchen. Weil immer wieder mal fragt er irgendwie mal nach, so als ich noch so ein paar Jahre jünger war. Also nach Ash dann so, aber nein. Also es ist alles so gut, wie es ist. Zwei Kinder, wie gesagt, sind völlig in Ordnung. Man kann sich um beide total gut kümmern und die sind schon groß, die sind aus dem Ganzen raus. Und wie gesagt, und wenn man jetzt noch wieder ein Baby bekommen würde, ich meine, ich liebe ja Babys, auch meine Nichte, das ist so toll, die halt eben so zu sehen, so, oder zu sehen, wie sie so sich entwickelt und wie, was sie für Fortschritte macht. Und das kracht schon wieder hier, ne? Jedenfalls habe ich mir aber gedacht, nein, also das ist alles gut, wie es ist. Das reicht völlig. So, und dann kommen wir mal zur letzten Frage. Wo wollt ihr dann als nächstes Urlaub machen? Ja, wir würden gerne wieder mal nach Dänemark fahren, wenn es dann wieder irgendwie mal möglich ist, ne? Da sind wir ja gerne mit dem Wohnwagen und da würden wir gerne nochmal hinfahren. Vielleicht auch nochmal irgendwie, aber das ist, glaube ich, ein bisschen weiter weg. Dann Schweden würde mich auch total reizen. Also die Natur in Dänemark ist schon so schön. Und Schweden wäre natürlich auch cool. Aber es ist natürlich, gut, man könnte halt, man muss ja nicht durchfahren. Man kann halt zwischendurch irgendwo einfach anhalten und Pause machen. Gerade mit dem Wohnwagen kann man sich auch irgendwo hinstellen. Und, oder auf dem Campingplatz oder so. Aber ich weiß ja nicht, inwieweit das überhaupt dieses Jahr möglich ist. Ob wir überhaupt irgendwo hin können, ne? Bei diesen aktuellen Ereignissen hier. Ja, ihr Lieben, also, das waren dann die Fragen. Und jetzt würde ich ganz gerne gleich wieder an meinen PC gehen und zwar ein paar Kommentare wieder mal durchchecken, weil es immer, wie gesagt, ich mache es ein-, zweimal am Tag auf jeden Fall, weil sonst häuft sich das alles. Es sind dann unheimlich viele auf einmal. Und dann mache ich lieber stückchenweise so ein bisschen und check nur mal die E-Mails durch. Und ja, also ich hoffe, dass euch das alles so gefallen hat, wie ich es gemacht habe. So ihr Lieben, das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, das hat euch alles gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und passt auf euch auf. Tschüss.